Heute ist Tunneltag. Wir fahren durch den 8,6 Kilometer langen San Bernardino-Tunnel. Die Passstraße läuft da oben über uns irgendwo. Und die Passstraße ist auch für Wohnwagengespanne gesperrt. Daher bleibt uns gar nichts anderes übrig, als durch den Tunnel zu fahren oder große Umwege in Kauf zu nehmen. Da sind wir in Andermatt angekommen. Die Wettervorhersage ist doch anders ausgefallen, als es angekündigt war. Aber das ist gut, wir sind da sehr zufrieden mit. Wir haben zwar nur 11 Grad, aber die Sonne scheint und es ist auch warm, trotz dieser 11 Grad. Wir sind durch den Gotthard gefahren und haben 1,5 Stunden verloren, weil wir im Stau standen. Ihr seht, dieser Platz hier ist nicht sonderlich erbaulich. Es ist kein richtiger Campingplatz, es ist mehr so ein Wohnmobilstellplatz mit sanitären Anlagen. Aber für 2 Nächte soll es gehen. Das Gotthardgebiet hier ist die Hauptwasserscheide für Europa. Hier entspringen Rhein, Reuss, Rhön und Ticino. Und die fließen in die 4 Himmelsrichtungen. Der Rhein nach Norden, die Reuss nach Osten, die Rhön nach Westen und der Ticino in den Süden nach Italien. Wir wollen uns Andermatt ansehen. Schon als wir durch die anderen Orte im Kanton Uri gefahren sind, fiel uns der andere Baustil auf. Viel Holz, gepaart mit witzigen Detaillösungen. Das gefällt uns. Dann kommt da auch noch der Glacier Express. Und mit ihm eine Idee. Aber ehrlich, durch Andermatt bist du in einer Stunde durch. Wenn du dir Zeit lässt, dann hast du alles gesehen. Heute gibt es Pässe. Der Start erfolgt natürlich hier in Andermatt. Wir rollen zuerst in Richtung Furka. Dann folgen Nufenen und St. Gotthard. Jetzt viel Spaß für dich. Doch der Furka empfängt uns erst einmal im Nebel. Zaghaft scheint die Sonne durch. Der Furka-Pass verbindet Andermatt im Kanton Uri mit Kletsch im Kanton Wallis. Der Furka-Pass führt uns auf 2429 Meter und das merkt man heute auch an den Temperaturen. Wir haben uns den bisher kältesten Tag unserer Grand Tour aus Switzerland ausgesucht. Aber was soll's, die lange Unterhose wird's schon richten. Thank you.
Dann nehmen wir den Lofenenpass in Angriff. Die Namen Nufenenpass und Passo della Novena sind im mittleren 19. Jahrhundert belegt, bezeichnen damals aber einen Fußweg. Wer sich die volle Packung geben will, ist an diesem Pass genau richtig. Der Nufenen ist ein Pass der Superlative. Immerhin ist er der höchste, der mit seinem gesamten Streckenverlauf innerhalb der Schweiz liegt. 2478 Meter misst seine Scheitelhöhe. Wir rollen Richtung Gotthardpass. Zuerst nehmen wir die neue Passstrecke. Von oben können wir die ältere Strecke erkennen, die Tremola. Und ehrlich, sie ist viel schöner. Auf der Passhöhe sehen wir die Pferdepost. Man kann sie mieten und sich über den Berg kutschieren lassen. Die Tremola-Straße ist das längste Straßenbaudenkmal der Schweiz. Als helles Band schlängelt sie sich von Airolo zum Gotthardpass hinauf. Das müssen Milliarden von Pflastersteinen sein, die hier alle von Hand verlegt worden sind. Auer Rücken. Wir beobachten manchen Oldtimer, wie er die Schleifen herunterkommt. An manchen Stellen sollen die Stützmauern noch die ersten als Trockenmauern ausgeführten Objekte sein. Auf der Passhöhe sehen wir uns kurz um. Wir haben uns nämlich entschieden, noch einen weiteren Pass unter die Räder zu nehmen. Von Andermatt aus ist es nur ein kurzer Weg hinauf zum Oberalppass. Mit einer Besonderheit für den gesamten Alpenraum. Dieser Leuchtturm ist der höchstgelegene der Welt und der einzige der Alpen. Er ist eine Kopie eines Leuchtturms, der an der Rheinmündung bei Höf van Holland steht und symbolisiert Quelle und Mündung des Flusses. Wir stehen mal wieder vor einer Baustelle. Überhaupt die Baustellen hier in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie viele wir gesehen haben. Es wird auch wahrscheinlich nicht die letzte sein. Es hat aber den Vorteil, dass an Schweizer Baustellen auch gearbeitet wird. Aber was soll's? Wir fahren jetzt weiter. Wir wollen zum Matterhorn. Da die Furka-Strecke, die in dem Routenvorschlag beschrieben ist, für Anhängergespanne gesperrt ist, und wir die teure Bahnverladung machen müssten oder große Umwege fahren, haben wir uns entschieden, über den Gotthardpass und den Nufenenpass in Richtung Westen weiterzufahren. Habt ihr gesehen? Da drüben hat es geschneit heute Nacht. Es war wohl schon so kalt hier oben, dass es weiß wurde.
Unser nächster Halt ist bei Randa. Hier haben wir eine grandiose Aussicht auf die umliegenden Berge, inklusive Biesgletscher in der Weißhorngruppe. Vom Campingplatz aus wird zur vollen Stunde eine Fahrt mit dem Sammeltaxi nach Zermatt organisiert. Das nehmen wir gerne an, zumal Zermatt autofrei ist. Nur Elektrofahrzeuge und Fahrräder sind zugelassen. Zermatt liegt auf einer Höhe von ca. 1610 Meter am Fuß des Matterhorns. Der Ort ist ein Bergsteigerzentrum und dank des Matterhorns und seines Wintersport- und Wandergebietes ein bekannter Ferienort der Schweiz. Bettenburgen an Bettenburgen prägen seine Ansicht. Aber dem geneigten Filmer bieten sich viele schöne Eindrücke. Wir stromern durch die Gassen und finden einen besonderen Friedhof. Den der verunglückten Bergsteiger aus aller Welt. Sie versuchten, das Matterhorn zu erklimmen. Das Matterhorn ist mit 4.478 Meter einer der höchsten Berge der Alpen. Wegen seiner markanten Gestalt und seiner Besteigungsgeschichte ist das Matterhorn einer der bekanntesten Berge der Welt. Für die Schweiz ist es ein Wahrzeichen. Habt ihr diesen schönen gestalteten Kreisverkehr gesehen? Davon gibt es ganz viele hier im Nikolaital. Wir fahren weiter in Richtung Genfer See. Und was es da zu sehen gibt und zu erleben, ihr werdet es sicherlich von uns erfahren. Bis später. Ist auch das Schild von der Grand Tour of Switzerland. Lange nicht mehr gesehen, aber doch noch wiedererkannt.
Heute wollen wir Fahrrad fahren. Entlang des Uferwegs am Genfer See rüber nach Montreux. Wie immer schauen wir uns ein bisschen in der Stadt um. Und dazu nehmen wir euch wieder mit. Wir sind hier jetzt im Moment in Villeneuve. Und am Promenadenweg sind neue Holzskulpturen ausgestellt. Und die werden wir uns jetzt mal ein bisschen näher ansehen. Dieses verlockende Gästchen zieht uns magisch an. Die Querstraße danach hat auch einiges Interessantes zu sehen. Aber ehrlich, das war es auch schon in Villeneuve. Ein Wasserschloss vor Montreux fällt uns ins Auge. Schon von Weitem haben wir mehrfach dieses Schloss gesehen. Schloss Chillot. Dieses Schloss hat eine Besonderheit, denn trotz seiner Lage im See hat es unterirdische Gewölbe. Es verfügt über 4 große Säle, die heute für Kulturveranstaltungen und Ausstellungen genutzt werden. Das heutige Schloss Chillon ist das Resultat jahrhundertelanger Bauarbeiten und Umgestaltungen. Die Felseninsel, auf der das Schloss gebaut ist, bot gleichzeitig Schutz und einen strategischen Ort. Die Burg wurde auf einer rund 100 Meter langen und 50 Meter breiten natürlichen Insel erbaut. Man hat deren ovale Form übernommen. Unsere Drahtesel bringen uns nach Montreux. Entlang der sehr schön gestalteten Uferpromenade schauen wir uns um. In dieser Halle tut sich was. Hier wird eine Veranstaltung vorbereitet. Zum Gedenken an ihn, Freddie Mercury. Er lebte nicht nur hier, sondern nahm auch 6 seiner Alben mit Queen auf. Seine Statue an der Seepromenade wurde zu seiner Erinnerung 1996 errichtet. Sie ist an den Blumen zu erkennen, die seine Fans auch heute noch dort niederlegen.
Kapitän verlässt Montreux und wir morgen den Genfersee. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.